Oh Junge, Junge, ist das laut hier bei Deponia, wenn das Schnabeltier in die Pedale tritt. Ich hau mal lieber ab. Die werden ja noch alt hier drin, oder nicht? Verdammt! Die Anomalie blockiert den Ausgang, aber wenigstens verliere ich keine Zeit, während ich hier drin gefangen bin. Wie jetzt? Blockiert den Ausgang? Was? So ein Unsinn! Nicht nötig. Ihre kleinen Nerdköpfchen rauchen bereits. Kann ich das nicht einfach rausnehmen? Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Hey, seit wann ist hier ein Regenschirm? Ich sollte sauer auf sie sein, aber sie entwickelt... Immer diese süße Zornfalte, genau. Wieso denn ein Regenschirm? Was? Ein Regenschirm? Schnabeltiere dürfen ruhig nass werden, solange man sie nicht nach Mitternacht füttert. Ich glaube, das war ein anderes Verdammt. Tier. Die Anomalie wenigstens verliert. Zum Turm komme ich auch nicht. Das hier ist kein Wetterexperiment, sondern ein Zeitexperiment. Leicht zu verwechseln. Ach, herrje. Ach komm, jetzt sei doch mal ein bisschen hartherzig. Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen, 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Es hat doch bereits das alte Brot bekommen. Verwöhntes Biest. Ja, was mache ich denn jetzt? Verstehe ich gar nicht. Kann mir jemand sagen, was Nein. du benimmst? Setzen. Ich sitze. Und bei deinem Noten... Gibt ja gar nicht mal so viele Dinge hier. Typisch. Kaum ist Feierabend, vergeht die Zeit wie im Fluge. Aber wie komme ich denn jetzt da raus? So viel Zeug habe ich jetzt nun wirklich nicht. Nicht nötig. Das ist auch so schon trocken genug. Das ist nur wildes Rumprobieren gerade. Ich rede mal mit den Studenten. Vielleicht haben die eine Idee. Wie hält man das Ding an? Haben sie schon den Knopf gedrückt? Nichts. Weil es nichts bringt. Oh, ihr ratet ja nur. Wie sie es uns beigebracht haben. Puh, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen stolz auf euch. Ja wie, die haben keine Ideen. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Bin ich jetzt für immer hier eingesperrt? Noch irgendwelche Ideen? Nennen wir das mal Plan B. Noch irgendwelche... Und halt habe ich ja alles gemacht hier. Ich will Sie nicht mit diesen profanen Allerweltsproblemen von Ihrer Aufgabe ablenken. Ich will Sie nicht mit diesen... Moment mal, kann ich mit dem Regenschirm durch die Barriere durch? Verdammt! Die Anomalie blockiert den Ausgang. Aber wenigstens verliere ich keine Zeit, während ich hier drin gefangen bin. Irgendwie bezweifle ich, dass sie mir dabei helfen wird. Echt? Ach komm. Irgendwie bezweifle ich, dass sie mir dabei helfen wird. Wie wär's mit einem Blättchen? Wollen wir nicht das Kriegsbeil begraben und eine Friedenspfeife rauchen? Nee. Ich hatte eben eine ganz ähnliche Idee. Zumindest kam auch ein Pfeil und ein Grab darin vor. Na gut. Ich bin als Professor mit meinem Latein am Ende. Typisch. Kaum ist Feierabend, vergeht die Zeit wie im Fluge. Kann ich den Regenschirm da drauf werfen? Was würde rein theoretisch passieren, wenn ich an den Zeigern der Uhr drehte? Sie würde nicht mehr die richtige Uhrzeit anzeigen? Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Dann sollten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, den Fachbereich mit Forschungsgeldern zu unterstützen. Es ist Zeit, mir etwas anderes auszudenken. Plus minus 5 Minuten. Das könnte alles nur noch schlimmer machen. Behalte meine Sachen lieber lose überall im Mantel verteilt. So wird der Schaden minimiert, wenn wieder einmal Feuer ausbricht. Kann ich das Schnabeltier damit einschläfern oder beruhigen? Habe ich das schon probiert? Kann mir jemand...
jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst Sätzen. Ich Es hat doch bereits das alte Buch. Kann mir du Sätzen ich bei deinem. Ich probiere jetzt einfach alle Gegenstände mit allem aus. Kann du Sätzen bei deinem. Du benimmst Sätzen bei deinem. Es hat doch bereits verwöhnt. Solange man sie nicht macht. Wie jetzt? Was? Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser ihr gewöhnt euch dran. Ach so. Ach das. Da habe ich jetzt ganz schön lange gebraucht, da drauf zu kommen. Aber ehrlich gesagt, ist das nicht unbedingt die allerlogischste Lösung hier. Das hätte man doch auch anders stoppen können. Naja. Jedenfalls ist die Zeit jetzt um. Gucken wir doch mal, was in der Zwischenzeit passiert ist. Hier oben nichts. Hier draußen nicht so viel. Achso, natürlich. Es ist ja auch fast keine Zeit vergangen. Abgesehen davon, dass die Glocke geläutet hat. Ist es ein Knopf? Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha, ausmerzen. Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Phantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Aber das kann man doch sehr leicht überprüfen, ob diese Maschine funktioniert. Warum probiert das nicht einfach aus? Und diese Vorurteile. Das ist keine Pfeife? Da hat der Künstler ja mal richtig daneben gelangt. Ja. Es ist doch eine Pfeife. Hey! Man kann einen Rufus eben nicht hinters Licht führen. Da hat der Künstler wirklich daneben gelangt. Ein Warnschild für Vögel? Wer denkt sich denn so einen Unsinn aus? Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei! Kommt gleich einer rein? Ja! Natürlich. Ah, und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Können wir den mitnehmen, den kleinen netten Freund? Ach nein, aber die Scherben. Nehmen wir doch die Scherben. Okay, was haben wir noch? Den Dekan und seinen Aschenbecher? Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. So, okay, dann ein Schlüssel, den wollen wir unbedingt haben. Können wir wahrscheinlich aber einfach nicht nehmen. Hey, was hat denn da gequietscht? Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Hat der Vogel gequietscht? Oh je, oh der Arme. Oh, das tut mir leid. Oh. Gut, jetzt müssen wir den nur noch hier rauslocken. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Ha, und Rufus hat nichts zu verdrängen. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Also, nö. Sie rauchen doch gerne. Ah, meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wow! Ganz schön kräftig, der Tabak! Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals.
So, guck, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Und mit Frauen, natürlich. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Hey, alles klar bei dir? Okay, dem geht's ganz gut, glaube ich. Ich habe übrigens keine Frauen hier gesehen, außer gut die Helmdame, aber naja, die zählt nicht. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Yippie! Das war ja einfach. Psst, McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Ach so? Also komm, jetzt sei doch mal ein bisschen motiviert. Komm schon, Mac, ich brauche deine Hilfe. Wobei, die Welt ins Verderben zu stürzen? Hast ja recht, das schaffe ich auch ohne dich. Na gut, dann geh mal halt, ne? Wenn der, also, wenn er keinen Bock mehr hat, renne ich die Welt halt allein, wäre nicht das erste Mal. Schon ein wenig komplizierter aus. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Was? Das sind doch Knöpfe. Und zwar ziemlich eindeutig hier. Roter Knopf und ein Bronzehahn. Wie gitte bäh. Das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Altöl also. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Gut, dann tu's. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Dazu haben wir Öl. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Ein bisschen Öl kann nicht. Allerdings ist er. Muss das nicht in den Tank? Ach so. Brauchen wir denn etwa, müssen wir den mit Tachyonen füllen, oder? Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Na gut. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir jetzt hier machen können. Störe ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Aber wann schlägt er denn? Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Okay, wir tun einfach so, als wäre das Ding zersplittert, indem wir die Scherben werfen, ganz klar. Hey, Finger weg von unserem Schrottballtrainingssack. Stör ihn nicht. Schlägt er nicht? Willst du mal was Tolles? Ja. vielleicht doch nicht. Noch irgendwas am schwarzen Brett? Dieser Obdachlose spielte mit einem Kapuzineräffchen. Was dann passierte, verschlug mir den Atem. Ich werde jeden entfreunden, der Bilder von Kapuzineräffchen aufhängt.
Achtung, das schwarze Brett ändert seine Nutzungsbedingungen. Unliebsame Kommentare werden nun einfach gepriesen, sei das schwarze Brett. Was? Achtung, das schwarze Brett ändert seine Nutzungsbedingungen. Okay. Mac! Komm schon, Mac, ich brauche deine Hilfe. Wobei, die Welt ins Verderben zu stürzen? Hast ja recht, das schaffe ich auch ohne dich. Öl. Komm schon, Mac. Wobei, hast ja recht, das schaffe ich auch. Mir geht es so pitupi. Ich kann einfach nicht aufhören. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Wirkt auch sehr schnell, das Zeug. Okay, dann gucken wir nochmal in den Hörsaal. Immer noch alle. Ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Beeindruckend, nicht wahr? Was ist es? Ich! Nerdbird? Ein impulsgespeister Tarionfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein! Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel. Wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tarionentank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tarion imitiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Das sind die wichtigen Fragen im Leben. Okay, Feta-Käse und, was war's noch gleich? 4D-Brille. So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu wiederholen. Was benötigt man nochmal? Eine 4D-Brille um dünne Stellen. Die besteht aus buntem Glas und einem Brillengestell. Münde! Genau, Hildi. Irgendetwas, das Tachyonpartikel emittiert. Volle Punktzahl. Ich bin stolz auf euch. Sie können mit dieser Professornummer aufhören. Wir sind die cleveren Kids. Schon vergessen? Natürlich seid ihr das. Immerhin habt ihr beim Besten gelernt. Professor Rufus! Rufus! Nö. 4D-Brille ist kein Problem, aber wo kriegen wir den Feta-Käse her? Von der Ziege natürlich, ganz klar. Dazu müssen wir zunächst einmal aufs Dach hier kommen. Go, go, Rufus Gummiarm! Nix. Dieses ganze Zeitgereise scheint meine Superkräfte zu korrumpieren. Ach, der Rufus Gummiarm hat doch noch nie funktioniert. Kann ich jetzt den Schnabeltierkorb mitnehmen? Ach, herrje. Nein. Und die Anomalie kann ich auch nicht mehr benutzen. Aber hier dieser ist ein Stuhl. Stuhl beleidigt mein empfindliches Symmetrieverständnis. Ja, mach ihn kaputt. Aha. Da hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut. Und mir nichts abgegeben. Außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Da hat doch jemand und mir... Das könnten wir doch mit Öl. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Ich dachte, wir machen jetzt schwarz oder so. Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht erkennen. War das ein Ja oder ein Nein? Ach, Rufus.
Okay, der Typ wollte noch Kaugummis. Oder Nikotinpflaster. Ist das ein Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Aber der Tabak ist so gut. So lecky, schmecky, fantastik, hecky. Ein Jammer. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Ja, hier. Nur ohne Nikotin. Ach, komm schon. Gib ihm das Öl über. Lieber nicht. Er ist gerade so entspannt. Ich will seine Brille. Die haben alle Brillen hier. Das ist... Weiß ich gar nicht, welche ich klauen soll. Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotin-Kaugummis. Aber ich habe ein Kaugummi und da ist Nikotin drin. Ja. Wird schon passen, oder? Das ist logisch. Genau, jetzt ist er nämlich schwarz. So wollte ich ihn haben, nur mit dem Öl. Ich dachte, wir faken das einfach. Aber stattdessen gibt er einen echten Nikotin-Kaugummi. Nikotin-Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setze nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Fantastisch. Haftcreme. Okay, dann machen wir hier mal einen Schnitt und nächstes Mal geht's weiter. Bis dann!